Ja, Wahnsinn, wie lang mein Bart geworden ist. Ja, warum lasse ich mir eigentlich meinen Bart so lange wachsen? Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ja. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, was sie eigentlich für einen Bartwuchs haben, weil bei uns das so verbreitet ist, unter Männern sich den Bart eigentlich zu rasieren, ja, permanent. Die ganze Rasierindustrie lebt ja auch davon. Ja, in früheren Zeiten hatten Deutsche auch mal wallende, lange Bärte, um sich mal die berühmten Persönlichkeiten beispielsweise des 19. Jahrhunderts anschaut, dann haben die alle lange Bärte oder beziehungsweise sie haben auch manchmal sozusagen getrimmte Bärte auf einem bestimmten Stil. Ja, manche machen sich das dann hier unten ab oder an der Seite oder haben dann solche gezwirbelten Schnurrbärte. Die wenigsten hatten wahrscheinlich diesen ganz kompletten Vollbart hier, ja. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie das eigentlich aussieht, wenn man sich den Bart komplett wild wuchern lässt, ja. Sogar noch zur Zeit des Ersten Weltkrieges hatten ja die deutschen Offiziere und Generäle Bärte. Und das kam dann erst in der Weimarer Republik und dann auch später in den 30er Jahren, dass eigentlich alle rasiert waren, ja. Ich glaube, die Wehrmachtsgeneräle des Zweiten Weltkriegs hatten wohl auch noch teilweise Bärte, aber nicht viele. Wenn dann nur so Schnurrbärte, ja. Der Onkel Adi hatte natürlich dann seinen berühmten, wie nennt man den? Ja, diesen Hitler, das Hitlerbärtchen, ja. Und danach hieß es eigentlich, alle rasieren, ja. Kurze Haare und rasierte Gesichter waren dann sozusagen Mode, ja, eigentlich bis heute. Gut, heute gibt es dann wieder Hipster, die sich auch die Bärte dann wachsen lassen, aber die Hipsterbärte sind ja dann so extrem gepflegt auch immer, ja. Die gehen dann auch, diese ganzen Barbiere, die jetzt überall aus dem Boden schießen, die leben ja auch davon, dass sich die Leute dann so diesen Bart so richtig schön pflegen. Ja, und am schlimmsten finde ich die Araber, die ihren Bart so krass pflegen, ja, so total akkurat hier abschneiden, überall, dass das aussieht wie angeklebt. Ich habe schon mal Araber gesehen in der Straßenbahn, das sah sowas von widerlich aus. So wie so eine Puppe irgendwie, so, sind dann auch noch so glänzend und gegelt. Und so, das sah so unnatürlich aus, wirklich wie aufgemalt, so total. Keine Ahnung, gefällt mir nicht. Also ich bin dann eher so der Verfechter des der altgermanischen Art und Weise, ja, wie König Drosselbart oder Rübezahl, ja, dieser Rauschebart. Ich weiß nicht, wenn er lang genug ist, vielleicht flechte ich ihn mir dann auch so ein bisschen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich habe es noch nie ausprobiert. Wie macht man das eigentlich? Naja, wie dem auch sei, ich lasse es noch ein bisschen wachsen. Mal gucken. Also es ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich habe mir vorher auch den Bart manchmal wachsen lassen, aber dann habe ich immer diesen Schnurrbart hier abrasiert, ne? Das habe ich dann immer weggemacht, damit einem das nicht beim Essen im Mund hängt. Aber ich muss sagen, jetzt wo der Schnurrbart lang genug ist, hängt er mir auch nicht mehr beim Essen im Mund. Ja, so diese Mittelhöhe, die war immer noch so, dass ich dann da mit drauf rumgekaut habe auf den Haaren. Aber jetzt geht's irgendwie. Naja, mal gucken, wie lange ich das hier noch wachsen lasse. Manche schreiben ja den Haaren, den Bärten auch eine gewisse magische Wirkung zu, ja. Je länger die Haare, die Barthaare überhaupt, desto größere spirituelle Fähigkeiten hat man oder so, ja. Aber ich meine, vielleicht ist da auch sogar was dran, ja. Aber ich würde nicht eher sagen, dass der
dass der Bart an sich die spirituellen Fähigkeiten verleiht, sondern dass die spirituellen Fähigkeiten zu einem längeren und fülligeren Bart- und Haarwuchs führen. Ja. Deshalb so ein Bart und so volles Haupthaar und so, ja, das ist ja auch immer respekteinflößend. Ja. Während so ein verkümmerter Haarwuchs eher so ein Zeichen von Krankheit und Schwäche ist. Also ein Bart drückt halt Vitalität aus und Lebenskraft. Und ist deshalb respekteinflößend. Und wenn man ein respekteinflößendes Äußeres hat, hat man auch mehr Einfluss, ja, an sich, mehr Macht. Und deshalb stimmt das schon, dass das Haare Macht verleihen. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, alle möglichen Philosophen und Rabbiner und Ayatollah Khomeinis, ja, spirituelle Führer, religiöse Anführer, haben ja auch immer lange wallende Bärte, ja. Warum ist das eigentlich so? Vielleicht steckt da wirklich was dahinter, ja. Naja, wie dem auch sei, ich will jetzt nicht gerade zum religiösen Anführer werden. Wobei es vielleicht schon, warum eigentlich nicht? Vielleicht gründe ich ja noch eine Religion und werde zum Propheten. Wer weiß. Ist es nicht herrlich hier draußen in der Natur? Das ist traumhaft. Den Vögeln zu lauschen. Es ist ja ein wunderschöner Herbst, ja. Wir hatten jetzt ja die erste Hälfte des September war sehr warm. Und jetzt hat es angefangen zu regnen hier. Und jetzt ist es so ein richtig schöner, feuchter, kühler Herbst. Jetzt scheint wieder ein bisschen die Sonne, aber es ist alles noch so schön kühl und angenehm. Und durch diesen Regen riecht das ja auch immer so schön, ne? Ich finde, der Regen holt so die Düfte des Bodens irgendwie hervor. Und der Bäume und der Kräuter. Oh, es ist herrlich.